So, in wenigen Minuten geht's los nach Stockholm. Letzte Amtshandlung ist nochmal der letzte Check mit dem Koffer, ob ich auch wirklich alles dabei habe. Die Stunde der Wahrheit ist dann in Stockholm den Koffer aufzumachen und zu merken, ob man wirklich alles dabei hat. Aber jetzt heißt es zumachen, Tschüss sagen zu Lila da hinten und los geht's. Angekommen, auch beim ersten Stop der Tour in Hameln. Hier geht es jetzt auf das Camper Camp, wo ich morgen zwei Workshops halten werde. Da freue ich mich schon sehr drauf. Mit Campern habe ich nämlich sonst gar nichts am Hut. Und ich schaue mal, was die mir beibringen können und was ich denen beibringen kann. Gerade eben da hinten mit den netten Menschen von Hobby deren Campingmobile mal angeschaut, weil ich werde morgen hier drüben in einem dieser Workshop-Zelte hier irgendwo mit den ganzen Content-Creatern hier einen kleinen Workshop machen, in dem es darum geht, mit Bildern Geschichten zu erzählen. Visual Storytelling steht auf dem Programm und ich freue mich schon riesig drauf. Und wie ihr sehen könnt, das Wetter spielt auch mit. Der eigentliche Workshop-Tag auf dem Camper Camp ist jetzt angebrochen. Bahn mir gerade meinen Weg von meinem Zeltplatz da unten hier hoch zum tatsächlichen Camper Camp, wo die alle parken. Und werde mir jetzt mal Frühstück organisieren. Und sobald ich das Frühstück habe, werde ich mir überlegen, was ich mit denen heute Schönes mache. Nach Stockholm, um zu schauen, was kann die GFX 100 Mark II eigentlich wirklich. Es ist reichlich ungewöhnlich, mit so einer großen Kamera, mit so einem großen Objektiv Street Photography zu machen. Es geht dann schon, aber irgendwie. Ich musste mich vermutlich tatsächlich am meisten an die Brennweite gewöhnen. Die 55 mm, was ungefähr 40 mm entspricht, ist nicht ganz meine Lieblingsbrennweite unbedingt. Ein bisschen weiter hätte ich toll gefunden, aber man entdeckt dadurch natürlich auch ganz neue Perspektiven, wenn man einfach mal die Brennweite wechselt. Eine tolle Sache an der GFX 100 Mark II sind natürlich die 100 Megapixel. Es ist irre, was für Crops ich machen kann, gerade in der Street Photography, wo man selten zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, oder wie hier, welche Details ich wirklich aus einem Bild rausziehen kann. Ich hatte auch die Gelegenheit, ein bisschen die in Anführungszeichen Langzeitbelichtung und die Stabilisierung zu testen vor allem. Das ist irre, was da geht. Ich kann zum Beispiel wie hier 8K aus der Hand filmen, in 4K reincroppen und es wackelt nicht wie die Hölle. Shoutout nochmal an den Andreas, der bereit war, gleich am ersten Tag mit mir loszuziehen. Ich bin jetzt hier in meinem unglaublich schlecht beleuchteten Hotelzimmer und packe gerade meinen Krempel ein. Es geht dann nämlich gleich los in die Stadt, zusammen mit dem Andreas, die GFX 100 Mark II testen. Da freue ich mich schon sehr drauf, hier in Stockholm mal zu schauen, was die Kamera so kann.
und los geht's. Ich gebe meine Kamera mal an hier. Jetzt kenne ich auch. Jetzt. Also so. So, jetzt geht's los. Ich und mein Kameramann Andreas ziehen jetzt durch Stockholm los. Hallo Andreas. Und ja, wir schauen mal. Bei Stadt Sonnenschein haben wir leichten Nieselhimmel irgendwie. Aber wir gucken einfach mal, was wir für Bilder hier aus Stockholm heute rauskriegen. Was ich in Stockholm wirklich für mich entdeckt habe an der GFX 100 Mark II sind die anderen Bildformate. Dieses Ultra-Breitformat zum Beispiel 65:24. Ich finde es faszinierend, wie viel Storytelling sich mit einem so ultra-breiten Format betreiben lässt. Eine Frage, die natürlich aufkommt bei der GFX 100 Mark II, ist die Geschwindigkeit. Ist die Kamera schnell genug für Street Photography und für Reportage? Fujifilm hat sogar Bilder gezeigt, wie sie im Sport eingesetzt wird. Ich muss wirklich sagen, die Kamera ist mehr als schnell genug. Ich finde es faszinierend, wie schnell ich jetzt mit einer Mittelformatkamera mittlerweile arbeiten kann und nicht nur statische Motive fotografieren kann, sondern wirklich das sich bewegende Leben auf der Straße mit einer Mittelformatkamera festhalten kann. Noch da kann ich sagen, spontane Porträts auf der Straße mit dem Augenautofokus im Continuous Focus sind mit der GFX 100 Mark II problemlos möglich. Es ist ein Arbeiten. Ich würde es von der Geschwindigkeit her so beschreiben, wie es ungefähr mit der X-T4 war. Der Aufbau von unserem Live-Set war von Zwischenfällen geplagt, sagen wir mal so. Deswegen gab es auch keine Timelapse wie geplant jetzt davon. Aber ich bin jetzt unterwegs, um auf den Examen zu kommen. Und von da aus gibt es dann gleich die nächsten Eindrücke. Ja, viel über die Fujifilm GFX 100 Mark II erzählen. Ich dachte mir, es wäre aber auch spannend, von zwei anderen FotografInnen zu hören, was die von der neuen Kamera halten. My name is Oscar Backe. I'm from here, Stockholm, Sweden, but I live in Los Angeles. I'm recognized from my automotive work, but also do a lot of lifestyle. I've been shooting with the GFX for years and so happy to be working with the new GFX 102. I think it's a complete game changer. Image quality has always been the best thing with GFX, but now we also get the speed, improved stability. I know that this new GFX is the new industry standard. It's incredible and I'm so happy to be here and honored to be one of the first persons to shoot with it. Was besonders ist mit der GFX ist auf jeden Fall, dass ich alle meine unterschiedlichen Projekte damit machen kann. Ich arbeite halt sehr viel sowohl mit einfach nur News Photography und dokumentären Feature Projekten. Es kann eine Story für National Geographic Magazine sein, eine andere Woche kann es einfach nur eine normale Story sein für ein Feature Magazine in Göteborg, wo ich wohne hier in Schweden. Es können sehr normale Bilder sein, die ich einfach nur für eine Tageszeitung machen soll. Aber es kann sich auch einfach in etwas entwickeln, was ich dann hier in Fotografiska an wirklich einer riesengroßen Wand haben möchte. Das weiß ich halt nie vorher. Das Gute an der Medium-Format-Kamera ist, ich muss es nicht vorher entscheiden. Ich kann wirklich ein Bild, was als eine kleine Story angefangen hat, später riesengroß printen. Und das ist halt einfach wunderbar. Und jetzt gerade mit der neuen GFX, die so viel schneller funktioniert als die älteren Modelle, umso besser. Also das Melaya-Projekt ist eine Non-Profit-Organisation, mit der arbeiten wir seit 2018 mit einer Gruppe von 50 Frauen. Die sind aus dem Südsudan geflohen und wohnen jetzt in Uganda.
Und es hat halt eine Story für National Geographic Magazine angefangen. Und die Nachfrage der faszinierenden Produkte, diese handbestickten Kissen und Laken, war so groß, nachdem die Story veröffentlicht wurde, dass wir einfach entschlossen haben, wir müssen eine Organisation gründen und ihnen die Möglichkeit geben, diese wundervolle Kunst zu kaufen. Das heißt, mittlerweile kann man ja, Produkte von den Frauen im Flüchtlingslager in Bidi Bidi über den Onlineshop kaufen und einfach die Künstlerinnen unterstützen. Für mich ist der Examen jetzt vorbei. Hinten im Fotografiska-Museum geht es für die anderen noch weiter. Ich werde jetzt ins Hotel zurückfahren und da mit dem Andreas für den Livestream heute Abend aufbauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet was mitnehmen. Die letzten Stunden hier in Stockholm sind es angebrochen. Das Wetter am letzten Tag war jetzt leider sehr regnerisch und fürs Bildermachen hat es nicht mehr so wirklich hingehauen. Kleiner Shoutout an der Stelle nochmal an all die Leute, die ich hier in Stockholm kennenlernen dürfte, von Fujifilm, andere YouTuber. Ich habe unter anderem Palle Schulz kennengelernt, Tyler Stallman, Casey von GX Ace habe ich kennenlernen dürfen und noch viele, viele weitere. Ich verlinke euch die alle mal unten, dass ihr euch mal deren Videos und so weiter anschauen könnt. War eine Riesenfreude, wirklich ein Fest hier in Stockholm. Hoffe, dass noch viele weitere Events der Art folgen. Was auf jeden Fall folgt, ist die Fotopia in Hamburg. Da geht es mit großen Schritten drauf zu. Das ist nur noch ein paar Tage entfernt. Ich hoffe, dass ich jetzt noch alles schnell dafür fertig bekomme und möglichst viele von euch dann auf der Fotopia kennenlerne. Live aus dem Hotelflur von The Shining. Wir gehen jetzt alle gemeinsam essen und ich bin immer höchst erfreut über die Beleuchtung in diesem Hotel, die wirklich super gruselig ist.